Moin, Freunde. Ja, also, ich möchte euch erstmal eine Geschichte erzählen, erstmal schön, guten Tag, war. Vor, im Herbst, da war ich mich mal getroffen, habe ich mich getroffen mit meiner Geburtstagsschwester. Und die hat also Geburtstag am 24. April, ich am 60. wisst ihr ja, war. Und die 44. Naja, da haben wir uns Berlin getroffen, die Lucia heißt die. Die ist auch Gnü Berlin, die macht hier so eine Minutenvideos, die wohnt in Brooklyn und wohnt aber auch in Deutschland, in Berlin. Naja, dann haben wir uns mal getroffen, so, dann haben wir dann Tag verbracht, die Oranienburger Straße, wo ich mal gearbeitet hatte. Und dann, naja, dann haben wir uns verabschiedet und auf einmal muss ich pinkeln. So, nirgendwo Toilette. So, früher konntest du einfach am Hausflur gehen, im Hausflur pinkeln, war. Aber heute haben die also ihren Sprechfunk, da musst du klingeln, naja, dann meldet sich da jemand, so kannst du nicht machen, kannst du klingeln und dann sagt die, was wollen Sie? Dann sagst du, ja, ich muss bei Ihnen im Hausflur pinkeln, geht nicht. Also bin ich dann auf so eine Glück gehabt, auf eine Baustelle und da war so ein Dixi-Klo. Und da habe ich die Idee gehabt, also mit diesem Dixi-Klo damals schon. Und jetzt ist es mir neu wieder ins Kopf gekommen, als ich jetzt diesen Herrn A, W, C, D, F, C kennengelernt hatte. Und der muss, wenn er nur wirklich muss, manchmal, der muss er manchmal zu der schönen Nachbarin gehen und muss dann da fragen, ob er auf Klo gehen kann. Und da habe ich jetzt, da kam mir diese Idee nochmal mit diesem Dixi-Klo. Ich bin ein Dixi-Klo. Ich bin ein Dixi-Klo, geh in Berlin am Bett. Mir geht es gut, ich bin nur selten mal allein. Ich bin nicht schwul, doch meist besuchen mich nur Männer. Von außen bin ich hohl, von innen mehr ein Schwein. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Ich träume oft, könnte ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Shakira sein. Ich kenne alle auf dem Bau nur noch von unten. Und der Polier, der pinkelt meistens nebenbei. Und manche stellen sich einfach oben auf die Brille. Das sind die Bauarbeiter aus der Mongolei. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Ich träume oft, könnte ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Madonna sein. Ich bin ein Dixi-Klo, wird täglich ange... Ich bin ein Dixi-Klo, wird täglich angeschissen. Und abends bin ich immer toll, das macht mich froh. Ich fühle mich gut, doch könnte ich mir einmal was wünschen, dass unter uns ich wäre so gern ein Damenklo. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Ich träume oft, könnte ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Frau Merkel. Von Frau Merkel sein. Quatsch, ich warte noch mal. Ich warte noch mal. Ich bin ein Dixi-Klo, geh in Berlin am Wedding. Mir geht es gut, ich bin nur selten mal allein. Ich bin nicht schwul, doch meist besuche es nicht nur Männer. Von außen bin ich hohl, von innen mehr ein Schwein. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Ich träume oft, könnte ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Shakira sein. Ich kenne alle auf dem Bau doch nur von unten. Und der Polier, der pinkelt meistens nebenbei. Und manche stellen sich einfach um auf die Brille. Das sind die Bauarbeiter aus der Mongolei. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Träume oft, könnte ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Madonna sein. Ich bin ein Dixi-Klo, war täglich angeschissen. Und abends bin ich immer voll, das macht mich froh. Ich fühle mich gut,
Doch könnt ich mir einmal was wünschen, dann unter uns, ich wär so gern ein Damenklo. Ich kann mir leider nicht allein die Brille putzen. Und meistens fehlt Papier und der Toilettenstein. Ich träume auch, wenn ich doch einmal nur im Leben mal die Toilettenbrille von Frau Merkel sein. Dankeschön. Danke sehr. Also, ich grüße alle, die mich kennen. Also, für zarte Ohren ist das nicht unbedingt was. Also, naja, was wollen wir machen? Also, ja, also, ich wünsche euch was, war. Also, haltet die Ohren schlapp. Ich grüße diesmal, habe ich vergessen, wie hoch natürlich. Und bei Wogi Fletch, muss ich mich mal wieder sehen lassen, war. Und, ja, mach's gut. Also, ich muss ja zum Arzt, ich muss ja zum Belastungs-EKG. Hoffentlich behalten wir ihn gleich da, wegen hier oben, dass da oben auch was unbelastet ist. Macht's gut, tschüss und haltet die Ohren schlapp, tschüss.